Die groß angelegte Suche nach Nessie in Schottland. Sie ist nach Angaben der Veranstalter mit vielen Berichten über mögliche Sichtungen vorerst zu Ende gegangen. Einen konkreten Hinweis auf die Identität von Nessie gibt es nach wie vor nicht. Zuletzt sollten noch mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen über dem See aufsteigen. Loch Ness Exploration und die Touristenattraktion Loch Ness Center hatten zu einer zweitägigen Suche an dem weltberühmten See in den schottischen Highlands gerufen. Etwa 900 Jahre nach einer berühmten Schilderung von Nessie, die einen Hype um Loch Ness ausgelöst hatte, Dutzende Freiwillige postierten sich am Ufer, Hunderte beobachten den Loch Ness über Internetkameras. Unterschiedliche Teams führen auf den See hinaus und ließen dort ein Hydrophon, genanntes Unterwassermikrofon, hinab. Dabei seien bei einem Test bizarre Geräusche zu hören gewesen, sagten die Veranstalter.